Der Osterhase ist im Brauchtum ein vorgestellter Hase, der zu Ostern Eier bemalt und im Garten versteckt. Die Ostereier werden am Morgen des Ostersonntags von den Kindern gesucht. Das Motiv des Osterhasen hat sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der populären Kultur um Ostern herum auch durch die kommerzielle Verwendung ausgebreitet und frühere Überbringer des Ostereis weithin verdrängt. In einigen Teilen der Schweiz war der Kuckuck der Eierlieferant. In Teilen von Westfalen war es der Osterfuchs, in Thüringen brachte der Storch und in Böhmen der Hahn die Eier zum Osterfest. Herkunft. Bis heute gibt es keine endgültige Erklärung für den eierbringenden Hasen. Der Osterhase wird zum ersten Mal vom Medizinprofessor Georg Frank von Frankenau im Jahr 1682, laut anderen Quellen auch 1678, in seiner medizinischen Abhandlung mit dem Titel De ovis paschalibus von Ostereiern erwähnt. Er schildert den Brauch für die Region des Elsass und der angrenzenden Gebiete und ergeht sich in einer Beschreibung der negativen gesundheitlichen Folgen, die der übermäßige Verzehr dieser Eier mit sich bringe. Die Verbindung des christlichen Osterfestes mit dem Ei als Symbol ist für verschiedene europäische Länder spätestens aus dem Mittelalter bekannt, möglicherweise auch früher anzusetzen. Es gibt daneben seit Ambrosius auch eine ältere Deutung des Hasen als Auferstehungssymbol. Die vielfältige christliche Hasensymbolik fand im Mittelalter in vielen Bildwerken ihren Ausdruck. Die Verbindung des Hasen mit dem österlichen Eierbrauch ist jedoch noch unklar, auch wenn die Fruchtbarkeit des Hasen für sich allein eine enge Verbindung zum Frühling hat. Folgende Hypothesen werden gerne angeführt. Erstens. Einige frühe bemalte Ostereier zeigen das Dreihasenbild, eine Darstellung von drei Hasen mit lediglich drei Ohren insgesamt, bei denen aufgrund der Doppelverwendung von Ohren dennoch jeder Hase zwei Ohren hat. Dies ist heute ein bekanntes Symbol für die Dreieinigkeit. Die ursprüngliche Bedeutung ist unklar. Eventuell könnte man von dieser Darstellung auf den Hasen als Eierlieferant gekommen sein. Zweitens. An einer Stelle der Bibel, dem Buch der Psalme 104,18, wird in älteren Übersetzungen von Hasen gesprochen. Grund dafür war die lateinische Übersetzung vom Buch der Sprichwörter 30,26, in der Hieronymus das hebräische Schafan in Klammern Klippenschliefer mit Lepusculus in Klammern Häschen übersetzte. Seit der Spätantike wurde diese Stelle als Symbol für den schwachen Menschen, in Klammern Hase, interpretiert, der seine Zuflucht im Felsen, in Klammern Christus, sucht. Diese Auslegung begründet die Hasensymbolik in der christlichen Ikonografie. Osterhase international. Durch deutschsprachige Auswanderer wurde der Osterhase auch außerhalb Europas verbreitet. Insbesondere in den USA hat er eine gewisse Popularität gewonnen. Im Englischen überwiegt dabei die Bezeichnung Easter Bunny gegenüber der wörtlichen Übersetzung Easter Hare, sodass die Figur häufig als Kaninchen verstanden wird. Die moderne Ausprägung des Osterhasen wurde 2011 im Film Hop, Osterhase oder Superstar aufbereitet. In Australien wird seit den 1970er Jahren dem Easter Bunny ein Easter Bilby zur Seite gestellt. Damit soll auf die, nicht zuletzt durch Ausbreitung der europäischen Kaninchen, bedrohte Tierart großer Kaninchennasenbeutler, in Klammern Bilby, hingewiesen und durch Verkauf von Schokoladenbilbies Geldmittel für einen Erhaltungsfonds gesammelt werden. Museum. In München gab es im Zentrum für außergewöhnliche Museen bis zu seiner Schließung im Jahre 2005 ein Museum über Osterhasen. Siehe auch Hasen in der Kunst, Abschnitt Christliche Kunst. Sie hörten den Artikel Osterhase, gesprochen am 3. März 2013 von dem Wikipedia-Benutzer Lord Euder. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Osterhase. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionsgeschichte. Der Artikel steht unter der CC BY-SA 3.0 Unported sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden.